Und jetzt schauen wir auf das wohl berüchtigste Villenensemble des Berliner Umlands. Heute kommt es in Potsdam unter den Hammer Zwangsversteigerung. Uha, und das hier ist das gute Stück, das Grundstück in Kleinmachnow, ganze 16.000 Quadratmeter groß und der Verkehrswert 14 Millionen Euro. Zwei Villen stehen auf diesem Grundstück und beide kommen heute unter den Hammer. Tja, und das Besondere ist, diese eine Villa gehört Rapper Bushido und die andere, die gehört seinem Erzfeind und Berliner Clanchef Arafat Abu Chaker. Die Auktion, die setzt Bushido gegen den Clanchef durch, der bis heute noch darin wohnt. Und wer zuschlagen möchte, der muss mindestens 1,4 Millionen Euro Cash als Sicherheitsleistung hinterlegen. Holla die Waldfee. Erklären wir nochmal den Hintergrund der ganzen Geschichte. Rapper Bushido und Clanchef Arafat Abu Chaker, die waren ja einst enge Freunde, jetzt aber erbitterte Feinde. Arafat Abu Chaker gilt als Berliner Unterweltsgröße und Führungsfigur des berüchtigten Abu Chaker Clans. 2008 übernimmt der Clanchef das Management dann aber von Bushido. Und während Bushido rappt, baut der Clanchef mit seiner Familie ein Clan-Imperium auf. Ja, gemeinsam werden Millionen gescheffelt. Aus der Zusammenarbeit entsteht dann sogar eine öffentlich inszenierte Männerfreundschaft. 2017 dann allerdings der große Bruch. Bushido beendet die Zusammenarbeit. Abu Chaker will das nicht akzeptieren, setzt Bushido unter Druck. Von räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung ist die Rede. Seit 2020 steht Arafat deshalb vor Gericht. Ja, und jetzt also die von Bushido durchgesetzte Zwangsversteigerung der beiden Villen in Kleinmachnow. Arafat lebt übrigens bis heute dort. Und bei einer Versteigerung droht dem Clanchef dann die Zwangsräumung. Bushido möchte mit dem Erlös, wir wissen es jetzt seit ein paar Tagen, nach Dubai auswandern. Ja, und Bildreporter Michael Sauerbier, der ist für uns jetzt live bei der Versteigerung dieses Grundstücks mit dabei. Und offenbar hat schon jemand zugeschlagen, Michael. Wer ist es? Ja, vor genau einer halben Stunde ist der Zuschlag gefallen. Hinter mir im alten Potsdamer Amtsgericht, in dem um wenige Minuten vor 10 Uhr zunächst Arafat Abu Chaker mit ungefähr 12 Mitgliedern seines Clans angekommen ist. 10 Minuten nach ihm kam in zwei gepanzerten Limousinen des Landeskriminalamts mit Personenschützern, mit Gesichtsmasken, sein heutiger Todfeind Bushido durch die Einfahrt und betrat dann als letzter durch einen Seiteneingang den großen Gerichtssaal. Dort hatten sich die Clanmitglieder von Abu Chaker großflächig verteilt und die Rechtspflegerin rief dann den Gegenstand der Versteigerung auf. Ein parkähnliches 16.600 Quadratmeter großes Grundstück im Berliner Villenvorort Kleinmachnow, der allerdings zu Brandenburg gehört, deswegen heute die Entscheidung in Potsdam. Eine Stunde lang saßen sich Abu Chaker und Bushido reglos gegenüber mit ihren Anwälten, würdigten sich keines Blickes, sprachen auch nicht miteinander. Und die Richterin rechnete Grundstücke, Summen und so weiter vor. Es sind die beiden Villen, von denen du eben gesprochen hast. Die eine, in der Abu Chaker wohnt. Die andere, die Bushido mit Frau und Kindern verlassen hat. Er will ja nach Dubai auswandern, wie Bild berichtet hat. Und eine dritte neu gebaute Villa wird bewohnt auf dem Grundstück von Arafats Bruder Yasser Abu Chaker, dem früheren Clanchef. Die Rechtspflegerin rief dann zu Geboten auf. Eine Viertelstunde lang tat sich überhaupt nichts. Schweigen im Saal. Dann trat der Anwalt eines jungen Mannes, der neben Arafat Abu Chaker saß, an den Richtertisch, reichte einen Zettel mit einem Gebot ein und die Rechtspflegerin verkündete es. 7,4 Millionen Euro von Ahmed Abu Chaker, geboren 2021 in Oer-Erkenschwick, das ist in Nordrhein-Westfalen und, wie wir erfahren haben, das ist Arafats Sohn. Die Zeit verstrich, es kam kein weiteres Gebot. Die Rechtspflegerin rief drei Minuten vorher auf, doch niemand anders will sich dieses Clan-Grundstück offenbar ans Bein binden. Und so verkündete Rechtspflegerin Silke Tischbein um Punkt 11 Uhr den Zuschlag bekommt Ahmed Abu Chaker. Damit war alles vorbei. Um es kurz zu sagen, auf diese Weise hat zum Mindestgebot von 7,4 Millionen Euro der Abu Chaker-Clan nun das ganze Grundstück, das heißt auch den hälftigen Anteil von Bushido, erworben.
Sie werden dort wohl wohnen bleiben und alles ist nun im Besitz des Abu-Chaka-Clans. Michael, das ist wirklich der Wahnsinn. Also halten wir fest, ein einjähriges Kind ersteigert dieses, diese Villen gegen... Nein, 21. 21-jähriges Kind. Ach, 21. Das ist 2001 2021. Geboren. Okay, dann haben wir das jetzt auch richtig verstanden. Immerhin Nein. Der Sohn von Arafat, Abu-Chaka, hat dieses Grundstück jetzt ersteigert mit den Villen drauf. Für die Hälfte des eigentlich angesetzten Preises. Besten Dank dir. Ja, und Bushido kann mit seiner Hälfte des Erlöses nun nach Dubai auswandern. Das Geld ist da. Das ist doch auch eine gute Nachricht für ihn. Haben jetzt beide was davon. Weil das Geld hätte er wahrscheinlich gehabt, aber so hat sich das Problem wenigstens jetzt auch erledigt. Ja, apropos Problem. Das Thema Kalan-Kriminalität, es ist ein Riesenproblem hier in der Hauptstadt. Und wie gefährlich diese Großfamilien sein können, das zeigt auch unsere Bild-Original-Doku Clans of Berlin. Zu sehen exklusiv auf Bild+. Die Familie Abu-Chaka ist natürlich auch eine Größe. Nasser war das unangefochtene Oberhaupt dieser Familie. Arafat ist nachgekommen. Mein verrückter Helfer, Overkill. Sie sind auch bekannt dafür, dass sie schwere Raubtaten begangen haben. Gerüchten zufolge wird es in Berlin wahrscheinlich kaum ein Wohnungsbordell geben, was nicht sozusagen Schutzgeld an die Familie bezahlt. Unser Rechtssystem wird nicht anerkannt. Entweder gibt es auf die Fresse oder es wird mit Geld geregelt. Man hat Netzwerke geschaffen in die Politik, in Behörden, in Richtung Medien. Also ich bin schon eher der Macher. Bushido hat natürlich eine Hauptrolle gespielt. Das war ja eine der Haupteinnahmequellen. Man ist über die roten Teppiche gelaufen. Man hat schon einen gewissen Status erreicht, den man sonst natürlich nie erreicht hätte. Und dadurch sind sie auch mit ihrer relativ kleinen Personenanzahl doch so mächtig geworden.